Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Terraria. In dieser Folge wollen wir eine Mining-Tour machen, und zwar nach hier unten. Schaut euch unbedingt letzte Folge an, wenn ihr es nicht getan habt. Ziemlich nice, lohnt sich auf jeden Fall. Erstmal fetzen wir den Zombie hier. Wir haben uns letzte Folge auch volle Kürbisrüstung gemacht, die wohl eigentlich sehr stark ist. Im Vergleich zum Anfang, ne? Und wir wollen uns jetzt erstmal unten looten. Mein Plan war für heute, wir looten die Höhle. Wir hoffen, dass die NPCs kommen, dass wir mit denen dann mal nachschauen können, handeln können, wissen alles. Nachdem wir das gemacht haben, wäre mein Ziel demnächst zu versuchen, eine Schusswaffe zu ergattern, indem wir dann in den Purpur reingehen. Das ist hier in die Höhle da rein, wenn wir es schaffen. Aber das schauen wir dann mal, das passiert alles in einer anderen Folge. In dieser Folge wollen wir erstmal nur in die Höhle rein und die NPCs schauen. Wenn noch Zeit übrig bleibt, dann... Oh, falscher Weg. Ja, falscher Weg. Shit. Ach, da muss ich jetzt extra überall den ganzen Weg drumherum. Dann bis gleich. So, hier bin ich aber richtig, oder? Ja, das soll richtig sein. Dann gehen wir hier runter, nehmen den Pilz noch mit und let's go. Hier müssen wir runter. Hier sind wir noch in der ersten Folge gestorben durch einen Gnom. Das war ganz lustig eigentlich. Und hier gehen wir jetzt tiefer. Hier waren wir überall schon. Hier unten waren wir nicht, aber da wollen wir auch nicht, das ist ein Wasserloch. Wir wollen nämlich hier runter gehen. Da oben ist das Herz, dazu kommen wir noch. Aus dem kann man nämlich eine Schusswaffe kriegen. Auf die ich hoffe, oh, Fallschaden, gar nicht gut. So, hier sind wir nämlich auch gestorben, hier unten irgendwo. Es war nämlich, um genau zu sein, bei der Pilzhöhle. Es war tiefer, ja, das war... Das kommt mir schon bekannter vor. Hier war das, ja. Da unten ist ein Lebenskristall. Den da kennt man, glaube ich, leider wieder nicht so gut, weil das halt wieder im Wasser ist. Bei dem Baum, ja, Lebenskristall, perfekt. Oh, Hermesstiefel, die sind gut, damit sind wir viel schneller. Dornentrank macht einen Dorneneffekt wie in Minecraft eigentlich. Leuchtstäbe sind ganz cool. Das und das sind Piranha. Nice, da sind noch Spinnennetze, die nehmen wir nochmal alles. Für Bett. Irgendwann will ich das auch haben. Und die Leuchtstäbe rüsten wir aus, weil die kann man im Wasser benutzen. Das leuchtet dann im Wasser halt. Ja. Sonst gibt es hier nichts außer die Truhe. Ne, dann versuchen wir zum Haus runter zu gehen, weil das ist das Spannendere. Die Schuhe, damit sind wir halt schneller. Und die haben einen Effekt drauf. Hastig, 3% Bewegungstempo. Ja, passt doch. Hier ist noch mehr Spinnennetz. Das nehmen wir mit einfach mal. Mal gucken. So, wir wollen jetzt da runter gehen. Na, Slime, lass mich in Ruhe. Piss dich. Und hier unten sollte Wasser sein. Ja, perfekt. Da ist noch ein Lebenskristall. Ich weiß nicht, ob man den sieht, aber ich kann Leuchtstab hier werfen eigentlich dieses Mal. Ja, warum? So, da wo der Leuchtstab liegt, ist ein Herz. Ich hoffe, man erkennt den. Hier. Dann haben wir zwei zum Einsetzen, was eigentlich ganz cool ist. Das machen wir dann schnell. Dann können wir uns direkt zwei Herzen einsetzen. Zack, zack. Wir haben 160 Leben. Wir haben uns drei Herzen schon gegönnt. Wir bauen da mal zu und oben auch. Und in der Pilztruhe kann vieles sein. Da ist jetzt ein Wiederbelebungsding. Leider der genau gleiche sogar. Den nehmen wir dann mit. Eine Pilzlore, die glüht, glaube ich, die hat einen Lichteffekt, ist besser für euch dann könnt ihr Licht erkennen. Wir behalten aber noch die Sonnenblumenlore. Drei gute Heiltränke, ein Gravitationstrank, den benutzen wir dann auch irgendwann, weil der ist auch sehr effektiv, erkläre ich euch dann auch. Und das ist das Beste dran, und zwar können wir damit den zweiten oder den ersten, wie man es sehen will, Boss beschwören. Machen wir noch nicht, weil wir noch gar keine Chance haben, aber dann müssen wir uns nicht craften, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und die Truhe nehmen wir mit. Hier hängt auch ein Bild dran, das nehmen wir einfach mal mit. Das ist American Explosive. Ja, geil. Das
lässt mich in Flüssigkeiten schneller vorankommen. Das hört sich nicht gesund an, aber das können wir gerne trinken. Oh, Eugen, der Händler ist angekommen. Ja, das ist perfekt. Wir trinken den Trank und gehen ins Wasser, schätze ich mal. Oh ja, und wie ich schneller bin im Wasser. Ja, nice. So, das rote Erz können wir leider nicht abbauen. Das ist dieses Besondere. Hier ist Platin. Platin ist strong. Platin ist, glaube ich, das Beste, was wir erstmal bekommen können. Und ja, ich kenne die Erze halt alle schon sehr gut. Deswegen nicht fragen. Ich habe das Spiel damals gespielt und die Erze sind größtenteils gleich gespielt. Bosse haben sich verändert, nur Waffen und ein paar andere Sachen. So, hier ist nichts mehr, deswegen würde ich sagen, ja, killen wir noch die Fledermaus für das Besterarium. Ach, ich hab's wieder verlernt. Und da können wir noch hin. Da gehen wir irgendwann hin. Wir sind, unser Inventar ist schon sehr voll. Deswegen gehen wir erstmal hoch. Und da ist der erste NPC oben. Irgendwie nett. Die Tür können wir jetzt auch verbauen, weil Tag ist. Deswegen bauen wir sie hier rechts ein. Können wir auch rechts rausgehen. Stabil. So, wir legen erstmal kurz unsere Lore in die Truhe. Wurfmesser brauchen wir nicht. Das Band brauchen wir nicht. Dieses Kletterding brauchen wir nicht. Spinne leider erstmal auch nicht. Die Kiste kann auch weg. Die Wände können weg. Der Samen kann weg. Die Sterne können weg. Die Eicheln, die Tagesblumen, Gravitationsdrang, der Boss. Das Bild können wir gleich aufhängen. Der Regenschirm, ganz ehrlich, brauche ich leider nicht. Pilztruhe, Kürbis brauchen wir gerade nicht. Blüten auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Sollte eigentlich klar gehen. Wir gucken mal, was wir bei denen kaufen können. Wir haben nämlich 4 Dollar. Also, was heißt 4 Dollar? 4 Gold, so rum. Und 34 Dollar, also eigentlich 434 Dollar. Eugen, was verkaufst du? Hier ist der Shop erstmal. Der verkauft einen Bergmannshelm. Beleuchtet, das ist eigentlich für euch ganz gut. Deswegen überlege ich es mir. Ein Sparschwein, das wollen wir nicht. Ein Eisenamboss, den brauchen wir, deswegen hole ich mir davon schon mal ein. Kupferspitzhacke kann man sich kaufen, warum auch immer. Fackeln brauchen wir nicht, Heiltränke brauchen wir nicht, die Sichel brauchen wir nicht. Ein Windrad wollen wir nicht. Wobei, aus Swag, ich weiß, ihr wollt ihn sehen. Pfeil und so, das brauchen wir alles nicht. Wo ist denn mein Windrad? Da ist es. Das können wir dann platzieren draußen vor unserer Haustür. Hier, zack. Schön. Das wird jetzt dort bleiben. Und unser Amboss können wir auch platzieren. Das machen wir dann einfach mal hier. Geil. Bei unserem Amboss können wir auch mit unserem Eisen jetzt eine Kette erstellen. Und mit der Kette können wir uns ein... können wir uns nicht normalerweise einen Sägewerk nehmen. Können wir uns bauen, dachte ich. Wir können gleich sonst unseren Bro mal fragen. Ah, da ist es. Das ist sehr gewerkt. Das muss man anscheinend am Ofenplatz hier craften. Das machen wir. Das kommt dann da rein. Und mit dem Sägewerk können wir wiederum einen Webestuhl craften. Sehr kompliziert alles. Aber mit dem können wir jetzt ein Bett normalerweise craften. Das ist das, was ich vorhatte mit euch. Bett, 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 Bett. Jetzt habe ich mir echt ein Jojo gecraftet. Echt jetzt. Aus den lang gefarmten Faden. Ich wollte mir kein Jojo craften, das war auch so sehen. Ja, das hat eine Waffe. Ne, gut, dann gehen wir uns erstmal mit einem Jojo zufrieden. Aber das will ich eigentlich gar nicht und ich hasse auch Jojos eigentlich, aber okay. So, wir haben noch genug Zeit. Deswegen würde ich erstmal sagen, versuchen wir mal nochmal an der rechten Seite weiterzugehen. Ah, die ist auch gekommen, die Doktorin. Ja, die verkauft gar nichts, die heilt uns einfach nur full. Das wird für eine Boss-Arena später sehr nützlich sein. Aber gut, erstmal bringt uns das gar nichts. Ja, mit den Speedschuhen zieht man übrigens viel schneller voran. Das ist auch ganz gut und unterhaltsamer für euch dann. So, hier waren wir noch gar nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir haben ja jetzt auch eine Dingsrüstung. Das sollte auch einfacher sein mit einer Pumpkin-Rüstung, mit allem drum und dran. Das fühlt sich auf jeden Fall auch. Oh Gott, er macht uns aber trotzdem guten Schaden. Sehr guten sogar. Aber wir haben viel mehr Leben, das ist ein Vorteil auf alle Fälle. Da ist eine Spinne. Die
können wir wegschleudern, das ist gut. Ja, irgendwie aber auch nicht. Also, es ist gut, dass wir sie wegschleudern können, aber es bringt uns halt nicht viel. Schön, gut, haben wir Seile, wo sind die? Da, perfekt. Dann, oh, da ist ein Slime in einem Ballon. Den wollen wir nichts zu tun haben, wir gehen einfach weiter. Stabil. Da ist eins dieser Viecher. Ja, wir haben auch viel. Oh, wir sind durch. Das ist ja perfekt. Hier drüber springen wir mal schnell. Zack. Ah, der Trank hält noch vom Flossentrank. Und hier kommt eine Wüste. Die hat mir noch gar nicht stimmt. Eigentlich sollten die relativ oft kommen. Ja, Kakteen und so, das brauchen wir leider alles gar nicht. Wobei, wir können ein bisschen Kakteen mitnehmen, damit können wir unsere Spitzhacke ein bisschen upgraden. Aber zwei sollten reichen. So. Gehen wir weiter. Ja, der hat mich jetzt aufgehalten, aber wir gehen einfach weiter. Das ist ganz gut. Schön. Hier drüber. Ah, der ist der Hocker übrigens, wenn wir hochdrücken. Von der ersten Folge noch. Schaut euch die letzten zwei Folgen an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist auf jeden Fall lohnenswert. So, hier ist der Flossentrank, ist gut. Sonnenblumen, die nehmen wir mit, Die sorgen dafür, dass ganz wenig Mobs spawnen und eine schnellere Geschwindigkeit geben sie uns auch. Die platzieren wir dann bei uns zu Hause. So ein Blaubeerbusch können wir mitnehmen, weil dann spawnt ein neuer NPC bei uns. Das ist auch ganz nice. Hier ist eine neue Höhle, da gehen wir erstmal nicht rein, aber die können wir ja schon mal... Ah, das ist keine Höhle. Okay, ja perfekt, dann haben wir das doch geklärt. Dann springen wir drüber, Das ist eine Chest. Wurfmesser, Eisen. Ja, nehmen wir alles mit, ist halt nur normaler Basic-Stuff. Und hier beginnt der Dschungel. Okay. Der Dschungel ist normalerweise gefährlich für uns. Ja, nee, da wage ich mich auch gar nicht so weit eigentlich. Mal gucken, hier ist noch eine Chest. Leuchtstäbe, Kupfer, Seile und das Übliche. Die Chest lassen wir mal diesmal hier. Eine Schildkröte, die tut uns nichts. Können wir durchrennen, hier ist Bambus und so, aber das bringt nichts alles. Ja, können wir hier drüber. Ja, guck mal, das ist easy für uns noch. Wenn hier der Dschungel ist, dann ist auf der linken Seite das Schneebiom. Im Normalfall, also sollte eigentlich. Es gibt auch ein Schneebiom, es gibt auch einen Ozean, aber sonst haben wir alles gefunden eigentlich. Und Ozean gibt es auf beiden Seiten, ganz am Ende. Ja, wir rennen jetzt hier einfach gefühlt durch. Die Gegner jucken uns den Scheiß, diese Fledermaus da und so. Kommen wir alles irgendwann nochmal zu. Wir können die auch killen, damit wir sie schon mal drin haben in unserem Ding. Falls wir jemals nochmal reinschauen sollten. Sollten wir auch genug, ich glaube das waren 50 Mobs, gekillt haben. Dann kommt auch ein neuer NPC, was auch nochmal ganz nice wäre. Ja, hier können wir unser langweiliges Jojo einsetzen. Ah, guck mal, das ist der Farbstoffhändler ist angekommen. Wir müssen auch demnächst noch neue Gebäude bauen. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber es geht voran. Oh. So nicht. Übrigens bei den Tränken, falls es irgendjemand immer noch nicht kapiert hat, gibt es eine Cooldown von 60 Sekunden. Das heißt, du kannst einen Heiltrank jede 60 Sekunden erst wieder einsetzen. Nur falls ihr euch fragt, warum spamme ich den Knopf nicht? Das sollte ja beim Bossfight easy sein. Nein, man kann leider nicht spammen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel 5. Ah ne, was ist 5? Ich habe über 30. Und ja, man kann die nicht spammen. Ich kann jede Minute einen einsetzen. Oh, da haben wir sehr viel kassiert. Ich würde ungern sterben mit dem Geld. Hätte ich weglegen sollen, ne? Ja, mit dem Jojo können wir es angreifen. Schön. Da ist noch eine Chest, sehe ich. Die Fledermaus dead. Hier liegt ein Buch, das können wir nur usen. Leider bringt es nicht viel.
Das Buch ist einfach nur dafür da, dass wenn Median abbaut, es zu Seile werden. Also, aber besondere Seile, also so kurzhändig. Der Blutmond geht auf. Oh, der Blutmond ist eine normale Nacht eigentlich in Schwer. Da wollen wir eigentlich nicht raus im Normalfall. Ja, deswegen. Ja, gehen wir back einfach home. Weil das ist wirklich nichts, was wir erleben wollen. So, das sind übrigens hier die zwei. Das sind Lianen, die wir bekommen haben. Die wollen wir aber nicht, deswegen weg damit. Die Sonnenblumen könnten wir normalerweise vor unserem Haus setzen. Würde ich jetzt erstmal nicht machen. Wegen Monster. Und wow. Ja gut, ich weiß nicht, wie die reingehen. Ah, bei Blutmond können die Türen einschlagen. Das habe ich komplett vergessen. Ja, dann haben wir keinen Cash mehr. Shit. Ja, das ist ein bisschen schade. Das habe ich aber nicht bedacht. Dann nehmen wir unsere Nades, unseren Vogel und versuchen, die hier zu killen mit den Nades, weil die Nades sind sowieso strong as fuck. Deswegen haben wir so. Dieser Tropf sollte uns alles wieder zurückgeben. Und ja, so heißt der. Der Gegner. Hier, Tropf. Hallo. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Was ist das? Okay, hier oben sollten wir safe sein. Ja, den können wir helfen. Der ist nämlich ganz gut mit seiner Machete. Ja, okay, was ist das? Was haben wir hier gemacht? Oh nein. Die überfallen uns. Okay. Ja, das erstmal das Bild aufhängen. Ich kenne da gar nichts drauf, aber ist auch egal. So, wir können hier unten. Der Vogel ist da unten. Was mir sehr gefällt. Der macht nämlich guten Damage, aber. Ja, okay, ich bin tot, das war dumm. Wobei, eigentlich war das ganz okay. Leider sterben halt alle unsere Bewohner. Das ist halt nicht gut, eigentlich. Und. Ja, mein ganzes Geld ist auch eigentlich verloren. Aber okay. Ja, ich kann hier nicht. Ich komme hier nicht weg. Aber Blutmond ist auch sehr früh gekommen, muss ich sagen. Also, diese Nacht sind wirklich nicht easy, ihr seht's. Die one-hit mich fast. Wobei ich voll Pumpkin-Rüstung habe und sogar gut was am Leben. Ne? Also ich habe ja nicht gerade so ein bisschen was. Hallo. Ja, okay, mein Speer ist aber auch lost. Wir haben noch Shurikens, die können wir auch benutzen. Ja, durch die Shurikens sterben wir aber auch. Lost. Ich würde so schnell wie möglich die Türen zuschließen und irgendwas davor setzen einfach. Ich spawn auch gleich wieder in dem Zombie drinne. Ja, gut. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Guck mal, die haben 225 Leben. Ich habe gerade mal 160. Ja, guck mal. Das kann ich doch gar nicht machen. Da habe ich auch keine Chance für. Das ist einfach blöd. So viel zu, wie lange überlebe ich. Am ersten Tag bin ich ja instant tot. So, er hat aber mein Gold eingesammelt im größten Teil. Deswegen habe ich es wieder. Ja, nee, bevor ich dann wieder sterbe, nehme ich mit meins wieder mit. Ja, ich habe jetzt nur noch ein Gold übrig, aber da unten hat einer all mein Ding. Ja, das der Stepp wäre neu. Gefällt mir. Komm schon. Wir sind gerade wirklich in einer schlechten Situation einfach. Die haben keine Pferden gefunden, ne? Zufällig. Ja, ich würde die gerne irgendwie rausbekommen. Mit den Sternen können wir uns auch by the way was craften. Das machen wir dann noch. Und gleich, wenn die weg sind, hoffentlich bald auch. Komm,
stirbt gleich. Perfekt. 50 Silber hatte er anscheinend auch. Wir können halt. Können wir die Tür schließen? Nein, wir können die Tür auch nicht mehr schließen. Haben wir unsere Seile dabei? Die haben plus 3 Reichweite, glaube ich, ja. Aber bringt das was, um die Tür zu schließen, ist die Frage. Nein, okay. Sonst hätte ich was ausprobiert, aber ist leider nicht möglich. Ja, gerade eigentlich nicht so besonders. Oh, das ist aber gut, das ist aber gut. Strong, strong, wenn der eine noch erwischt wird. Ja, geil, geil. Okay, das ist aber gut, das ist aber gut. Das ist eine gute Farm. Guck mal, wir farmen jetzt so unser Geld zurück. Indem wir die alle kurz einmal fetzen. Komm. Nein, nicht hoch. Warum geht der Vogel hoch? Ja. Oh, das ist sogar noch besser. Ja, perfekto. Klappt doch. Hä? Das können wir gerne öfter so machen. Habe ich überhaupt mein Geld, habe ich aber noch gar nicht ansatzweise zurück. Ja, es sollte nur noch einer sein. Hier runtergehen tue ich trotzdem nicht. Schade, dass die anderen reingehen, sonst hätte ich jetzt gesagt, oh, come on, ich will doch einfach nur. Okay, dann ziehe ich das bis tags durch. Wir sehen uns dann, sobald es Tag bei mir geworden ist. Nicht fragen, was passiert ist. Ich habe eine Tür zugehört bekommen, die rechte habe ich zumachen können, die linke leider nicht. Ich bin dabei verreckt, habe 3 Gold verloren wieder, aber das war es mir wert. Dann bin ich jetzt hier unten safe, wenn ich den hier umbringe. Das sollte ich hinbekommen. Aber wobei, der Zombie mit meinem Geld kommt wieder. Und der hat auch die andere Hälfte. Na komm, ich töte mir noch, damit ich mein Geld wieder habe. Und dann schließen wir hier aber ab. Gut, der hat den Rest meines Geldes. Das, ja, das ist den Grabstein hier, müssen wir wieder wegmachen wegen der Tür. Das sperrt uns sonst den Weg. Und den können wir gar nicht abbauen, den Grabstein, alles klar. Da ziehen wir ein Seil vorne dran, dann könnt ihr gar nicht rein. So, wir haben 3 Gold, wir haben leider ein Gold irgendwas verloren. Ist jetzt aber nicht dramatisch. Wir können einfach mal kurz das Schwert wegwerfen und die Erde. Da können wir unser Gold und Silber reinlegen. Das, wenn wir sterben, ist noch behalten. So. Jetzt aber mit den Sternen wollte ich euch zeigen, was wir craften können. Und zwar können wir uns blaue Sterne craften. Das sind die Mana-Kristalle. Davon habe ich in der ersten Folge kurz geredet. Können wir uns 3 Stück craften. Und zwar oben rechts seht ihr unser Mana. Wir haben gerade einen Stern. Ein Stern sind 20 Mana. Wie erklärt, steht hier drauf, das verwendet jetzt zum Beispiel 2 Mana. Dieser Stab, Piu, Piu. Und der verwendet 10 Mana. Könnt ihr oben rechts sehen, wie viel Mana wir haben. Jetzt haben wir zum Beispiel 4 von 20. Ein Stern hat 20 Mana. Sollten wir die 3 einsetzen, haben wir also 80 Mana. Piu, Piu, Piu. Und dann haben wir ein bisschen mehr Mana. Das heißt, wir können auch ein bisschen länger schießen und so ein Stuff. Und ja, im größten Teil eigentlich nur das. Gut, das war's dann mit dem Video. Ich platziere nochmal kurz die Sonnenblumen, da haben wir das abgehakt. Zack. Und ja, können wir es, genau. Dann haben wir wenigstens bei uns zu Hause den Effekt. Nee, nicht den. Komm. Kann ich nicht draufklicken? Ernsthaft? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen schneller zu Hause und es spawnen weniger Monster. Kann ich euch von meinem Gedanken aus sagen. Auf jeden Fall baue ich kurz die Seile ab und hoffe, euch hat diese Folge der Reihe gefallen. War zwar ein bisschen wirr, trotzdem hoffe ich, euch hat sie gefallen.
Gebt nochmal einen Hoch dann natürlich für mehr Terraria. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpasst habt. Mein TikTok verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Erstmal mache ich eine Pause von Terraria. Aber ihr werdet keine Pause sehen, denn ich lade es für euch natürlich jeden Tag ein Video mindestens hoch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.